Ja, und jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema. Das sind 17 Schüler und Studenten aus Aachen, die vor kurzem eine Reise gemacht haben, veranstaltet vom Evangelischen Kirchenkreis Aachen. Sie waren unterwegs auf dem Weg, auf dem 2015 Tausende von Flüchtlingen nach Europa kamen. Ja, sie sind den andersrum gefahren, bis ans Mittelmeer. Ja, so heißt auch ihre Homepage, auf der sie unter anderem alles dokumentiert haben, www.bisansmittelmeer.de. Ja, und einer von Ihnen, der wird gleich hier im Studio sein. Aber zunächst schauen wir uns ein paar Eindrücke von dieser Reise an. Etwa 5000 Kilometer, 2 Wochen durch Europa. Das klingt nur im ersten Moment nach Urlaubsreise im Bus. Es war viel Arbeit, das habe ich sehr unterschätzt. Also für so einen 3-Minuten-Clip 9 Stunden vor dem Rechner zu sitzen, habe ich nicht erwartet. Aber es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Die vielen Berichte über die Reise gehen sofort ins Internet. Die jungen Reporter senden von überall, unter Anleitung von 2 Journalisten. Ihr Thema: Begegnungen mit Flüchtlingen und Helfern. Erste Etappe: eine Kleiderkammer in München. Im Iran werden wir als ethnische, religiöse Gruppierung unterdrückt. Die ersten 4 Monate, die ich hier in Deutschland war, habe ich mich nicht getraut, rauszugehen. Eigentlich wissen wir auch, wie Integration geht und wie viele erfolgreiche Geschichten es gibt. Ja, und es gibt auch gescheiterte Geschichten. Aber es gibt auch gescheiterte Geschichten von Menschen, die in Deutschland geboren wurden, mit einem deutschen Pass. Ja? Und da muss man genauso hinschauen und nicht an den Pranger stellen und irgendwie sagen, ihr seid. Immer dann, wenn ich verallgemeinere, bin ich rassistisch. Einige 100 Kilometer südöstlich Ungarn, Besuch einer Außengrenze der Europäischen Union zu Serbien. Eindrücke im Selbstinterview. Was ich halt seltsam finde, ist, was ich sehr paradox finde, ist, wir gehen hier durch schöne Felder. Das erinnert mich an meine Laufstrecke von zu Hause. Es ist sehr idyllisch. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass hinter mir einfach eine große Grenze steht, ein Riesenzaun, der halt für viele Leute einfach ein Hindernis ist, was nicht so einfach so überwinden ist. Wenn man sich nähern würde, würde da sehr schnell Alarm losgehen und würden sehr schnell Leute auf dich zugerannt kommen. Wir haben gehört von Hubschraubern, die plötzlich dann da sind. Auf der anderen Seite des Zauns der iranische Flüchtling Bachmann. Nach 20 Jahren weg von der Heimat sehne ich mich nach einer Identität und Zugehörigkeit zur menschlichen Gesellschaft. Iraner oder Serbe zu sein, das ist nicht wichtig. Ich möchte zu einer internationalen Gemeinschaft gehören. Ich will eine Identität. Das ist, was ich will. Und immer wieder fühlen sich die jungen Leute auf der Reise bis ans Mittelmeer auch wie in den Ferien. Ein Zwiespalt, der alle nachdenklich macht, auch noch nach der Reise. Und auch das ist für den Veranstalter ein Zweck des Projekts. Uns ging es um Begegnung. Begegnung mit den Menschen vor Ort, die wirklich in den Ländern leben, also wirklich dort vor Ort arbeiten und was tun. Und uns ging es um die Begegnung mit Menschen auf der Flucht. Es ging uns nicht darum zu sagen, was für schreckliche Schicksale da überall sind, sondern es geht uns erstmal darum zu wahrzunehmen, zu verstehen. Wenn wir uns das nicht mehr zugestehen, dass wir aufeinander zugehen können, dann haben Populisten und andere Leute schon ihr Ziel erreicht, indem sie nämlich verhindern, dass wir uns wirklich miteinander austauschen. Ja, und jetzt ist einer der Gruppe, wie angekündigt, bei mir im Studio, Jonathan Andracek. Hallo, schön, dass du da bist. 5000 Kilometer, das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Reise. Was hat diese Reise mit dir gemacht? Also sie hat mich auf jeden Fall noch mal mehr in dieses Thema einsteigen lassen und auch mehr in diese einzelnen Meinungen auch erstmal respektieren lassen und auch verstehen lassen. Ihr seid seit dem 19. wieder da, also seit Sonntag. Ja, das Flüchtlingsthema, das ist ja sehr groß. Also momentan sind ja 60 Millionen Menschen auf der Flucht, so viel wie seit langem nicht mehr oder noch nie da gewesen. Dieses Thema Flüchtlinge und Menschen, die auf der Flucht sind, hat da die Sichtweise von dir sich noch mal so ein bisschen drauf verändert nach dieser Reise? Verändert, glaube ich nicht. Ich glaube, das kann ich auch gerade noch nicht so genau sagen. Ich meine, das sind jetzt gerade 3-4 Tage, wie wir jetzt zurück sind. Ich glaube, das wird sich noch jetzt in den kommenden Monaten vielleicht noch mal ein bisschen rausstellen. Aber ich glaube, sie hat sich eher noch mal verstärkt. Werdet ihr euch dann irgendwie noch mal zusammensetzen und darüber sprechen, was ihr alles so erlebt habt? Es wird ein Nachtreffen geben. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Aber in nächster Zeit wird es auf jeden Fall ein Nachtreffen geben. Ich glaube, man kann auch gut in Kontakt noch bleiben mit auch anderen Leuten, die man da kennengelernt hat.
Ja. Wir haben jetzt gerade im Beitrag gesehen, dass ihr mit vielen Menschen auch ins Gespräch gekommen seid. Welche Begegnung hat dich denn besonders geprägt? Was wird dir noch so im Kopf bleiben? Also für mich am interessantesten war, glaube ich, die Reise durch Ungarn und durch Budapest, wo wir da auch einen Pfarrer getroffen haben, der noch sehr konservativ auf diese Flüchtlinge geguckt hat. Und durch diese ungarische Regierung, die hatte ja eine Regierungspropaganda und gegen Flüchtlinge. Und das hat, glaube ich, ziemlich da gewirkt. Und es war spannend und auch krass zu sehen, wie sich dieses Land auch gegen Flüchtlinge teilweise stellt. Und was dich natürlich auch vor allem schockiert hat, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass es doch relativ nah eigentlich ist an dir dran, ne? Ja, es ist ja, Ungarn ist ja EU und das sind eigentlich jetzt, man reist durch Österreich und ist dann in Ungarn, sprich es ist wirklich nicht so weit entfernt. Und dass da teilweise auch so eine allgemeine Meinung dann gegen Flüchtlinge ist, das ist schon überraschend. Ihr habt das ja jetzt auch sehr zeitnah alles dokumentiert auf eurer Homepage, auf euren sozialen Medien. War das irgendwie auch so ein bisschen Tagebucheintrag für dich, um das irgendwie so ein bisschen auch zu verarbeiten? Also in München, was unser erster Punkt war, an dem wir was gemacht hatten, da hatten wir die Orienthelfer besucht, habe ich im Nachhinein auch einen Artikel geschrieben, der sich eben an ein Tagebuch richten sollte. Und es half auf jeden Fall, die Sachen nochmal im Rückblick zu verarbeiten und auch nochmal die einzelnen Meinungen von den Leuten, mit denen wir da gesprochen haben, zu verstehen und auch zu reflektieren. Ihr werdet das zusammen nochmal alles reflektieren. Würdest du nochmal so eine Reise machen, so im ersten Nachgang? Ich glaube, die Reise war für mich auch sehr spannend und ich glaube, ich würde sie auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja. Okay. Dann danke ich dir für den Besuch im Studio und vielen Dank für die Bilder, die du mitgebracht hast. Dankeschön. Ja, und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten. Die Misshandlung und Erniedrigung.